Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Kollege Kuhn hat wie immer eine richtige Rechnung aufgemacht, auch wenn wir manchmal die Ergebnisse unterschiedlich interpretieren und Schlussfolgerungen daraus ziehen. Diesmal ist es nicht so. Und ich bin sehr wohl der Ansicht, dass wenn Bremen Steuerausfälle hat, weil Mehrwertsteuer in einem bestimmten Bereich gesenkt wird, auf eine Weise, die meines Erachtens unzulässig ist, dann gibt es durchaus die Möglichkeit zu sagen, wir wollen das in irgendeiner Weise ausgleichen und wir wollen ein Gesetz beschließen, was Unsinn auf Bundesebene ein Stück weit ausgleicht. Ich finde, das dürfen wir als Land. Die Mehrwertsteuererhöhung hat den Hoteliers einen Kostenvorteil von irgendwas bei 12%, eine Senkung, einen Kostenvorteil gebracht in einer Größenordnung von 12%. Die City Tax wird 2, 3, 4% davon wieder einsammeln, je nachdem, wie hoch der Zimmerpreis ist, wie die eingestuft sind oder nicht. Ich finde das zulässig. Insbesondere deswegen, weil ich wahrscheinlich wie jeder andere Abgeordnete auch so einen Stapel Papier gekriegt habe, also schön feinsäuberlich geheftet, mit 20, 25, 30 Stellungnahmen von Hoteliers, dass es jetzt wirklich bergab geht mit Ihnen, dass Sie in eine richtig ernste Lage geraten aufgrund dieses City-Taxes und dass wir dringend dieses Gesetz nicht verabschieden sollten. Jetzt waren das Formbriefe. Die hatten alle nahezu denselben Text. Und Sie haben behauptet, dass es Ihnen an den Kragen geht, mal ganz platt. Was Sie nicht gemacht haben, ist mal eben gerechnet, ob es wirklich so ist. Ich lasse mich nicht überzeugen von Behauptungen, ich lasse mich gerne überzeugen davon, wenn jemand mal kurz sagt, worin nun in der Summe und in der Höhe nun diese Gefährdung besteht, dann wäre ich bereit, darüber nachzudenken, aber dieser Nachweis ist nicht erbracht. Und es gibt auch jetzt zwei Möglichkeiten, mit dieser City Tax umzugehen. Ich sage mal, wenn man eine kleine Pension hat, ein familiengeführtes Unternehmen, was mit jedem Euro rechnen muss, da würde ich mal sagen, da kostet eine Übernachtung irgendwas zwischen 40 und 50 Euro in der Größenordnung. Ich bin relativ sicher, wenn dieses familiengeführte Unternehmen ihren Kundinnen und Kunden den Euro, den sie dann jetzt als City Tax abführen müssen, mehr belasten, wird das nicht zu einer deutlichen Einbruch bei den Besucherinnenzahlen führen, sondern die werden das mit Sicherheit bezahlen. Ein Euro pro Nacht ist eine zulässige Belastung. Große Hotels, also die sozusagen die andere Seite, die Sie geschildert haben, die also wirklich richtig Geld verdienen, brauchen unter Umständen das nicht an ihre Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Sie haben nur einen etwas geringeren Kostenvorteil als vorher aufgrund der Mehrwertsteuerentlastung. Das heißt also, es ist sowohl abstrakt als auch im Konkreten meines Erachtens keinen Nachweis erbracht, dass dieses Gesetz nun die dramatischen Folgen hat, die jetzt beschworen werden, sondern wir brauchen dieses Gesetz, um ein Stück weit Einnahmen zu generieren, um bestimmte Dinge zu machen. Deswegen werden wir diesem Gesetz zustimmen. Danke. Als nächster hat der Abgeordnete Kuhn, Fraktion Bündnis 90.